Hallöche Muchachos und seid herzlich willkommen bei den Losers. Ich bin's wie immer, euer Blosser. Und der Deko ist natürlich wie immer auch am Start. Ja, und wir zocken ein weiteres C-Game. Und mit dabei ist der Bunster, This is Lion, Freestyle EG. Dann haben wir auf der gegnerischen Lane Fetti Fetti Bum Bum, Fresh Prince 28, XX Keskorian, XX Kill or Die und Vita Malz oder Viet 4x2. Viet 4x2, genau. Wir haben heute glücklicherweise sehr viele Leute dabei, die noch nie dabei waren. Eigentlich bis auf Kill or Die, der dann Glück hatte, dass er das Passwort zuerst geknackt hat. Ja, was war überhaupt das Passwort? Ich hab da gar nicht drauf geachtet. Das Passwort war Reisnudel. Reisnudel, die gute alte Reisnudel. Die gute alte Reisnudel, genau. Achso, und ich sehe wieder aus wie Chaco Rissian höchstpersönlich. Wir haben heute den ganzen Tag Watch Dogs gezockt. Oh yeah. Und wir haben es einfach nicht hinbekommen, beziehungsweise es geht auch wohl gerade nicht, Multiplayer zu zocken. Das heißt, zumindest nicht mit seinen Freunden. Genau. Das ist leider nicht möglich, deswegen kommt heute, oder beziehungsweise kam heute, ihr seht das ja nicht an dem Tag, wo ich das jetzt gerade mache, leider kein Watch Dogs Video, was ich natürlich sehr, sehr schade finde. Und jetzt heißt es erstmal warten, bis Ubisoft, denke ich mal, ein Patch dafür raushaut. Wart hier mal lieber ab. Oder irgendwie eine Lösung für das Problem bekannt wird. Oder so, weil das Problem haben wirklich viele. Wir haben schon ein Forum-Ticket erstellt, aber wie gesagt, das Spiel ist heute rausgekommen, da kann man natürlich noch nicht erwarten, dass alles reibungslos funktioniert, aber naja. Das war's jetzt zu Watch Dogs. Also früher konnte man das erwarten, aber dass beim Release alles läuft. Das war's jetzt zu Watch Dogs und jetzt wird natürlich League of Legends gezockt. Warum? Oh yeah! Als ADC habe ich wirklich noch nicht sehr, sehr häufig gespielt, habe ich vielleicht jetzt so dreimal gezockt in der letzten Zeit und ich glaube, es gibt wirklich kein Spiel, mit dem ich gewonnen habe. Also das spricht auf jeden Fall schon mal für mich. Erwartet jetzt nicht die Ober-Pro-Skills, aber ich werde mein Bestes wie immer versuchen. Und der Deko auf der Top-Lane. Der Deko auf der Top-Lane, oh yeah. Best Ward Placement! Habe ich früher schon mal öfter gespielt. Hier, guck mal. Häufiger. Guck mal, hier. Guck mal den Ward ja, an. Ward OP. Der denkt sich einfach nur Ward of Doom. Also, wir sollen gerade nochmal den Tino grüßen. Tino LP Rino. Mit Kev sollen wir grüßen, Mike auch und Popwurz sollen wir auch grüßen. Und den Ramon sollen wir noch grüßen. Den Ramon. Ramon. Oh, da haben wir einen Rengar auf der Top-Lane. Also eigentlich finde ich ja Rengar nicht so krass, aber ich weiß nicht, ich habe letztens so ein paar Videos gesehen, die einfach mal unnormal Monster waren. Oh yeah. Ich glaube, da hat er den in Jungle gespielt, oder? Ne, der war glaube ich, also ich kann sein, dass er, ne, der hatte viermal Durans Blade, ich glaube das war top. Ah, okay. Viermal Durans, achso stimmt, der rusht als erstes Hydra, ne? Ja. Also, oh yeah, top läuft's auch, sehr schön. Mit Rammus einfach immer schön die Last Hits, immer schön den Q aufladen. Schön AFK farm und irgendwann bei Minute 40, wenn das Team schon richtig verkackt hat in den ganzen Teamfights, kommt der Nasus einfach irgendwo aus dem Busch und fickt alles weg, weil er mit dem Q 10.000 Schaden macht. Das ist echt so krass, dieser Late-Game-Schaden einfach von Nasus ist sowas von OP. Ist ja genauso wie bei Vega, den ich ja auch sehr gerne spiele. Ja, also wir sind eigentlich ein ziemliches Late-Game-Team, wenn man das hier so sieht. Tschuk-tschuk-tschuk. Tschuk-tschuk-tschuk. Ja, der soll mal seine Fähigkeit benutzen, dieser Braum. Wozu hat er das denn, dieses Item? Da hat er das Heal-Item, oder was? Ja, aber er hat es doch keinmal benutzt. Der hätte gar nicht, ob er weiß, wie man das benutzt. Ich werde es auch nicht schreiben, weil ich sonst Farm verpasse. Mach ich aber gleich. Vielleicht mal. Hebt das ja auf, wenn du low HP bist oder sowas. Bist du schon angefragt? Nee. Siehst du, vielleicht will er ja den Heal dafür aufheben, wenn du angefragt bist. Aber ich farm auf jeden Fall hier mir schon mal einen ab. Wow! Farmerino of Doom! Habe ich eigentlich einen Skin an oder ist das der ganz normale neue Nasus-Skin? Hat Nasus ein Rework gehabt? Ja, aber schon sehr, sehr lange. Ja, ich habe ja schon ewig nicht mehr gespielt. Stimmt, du hast früher öfter Nasus gespielt, ne? Ja. So sieht das aus. Und jetzt. Nein! Nein! Mein Kuh! Verkackt er? Nein. Nur Rengar hat mich festgehalten mit seinem Seilteil da und dann hätten wir die Minions fast mein Kuh geklaut. Und das wollen wir vermeiden. Das wollen wir vermeiden.
Ich finde Jinx auch richtig krass allein mit ihrem Wave hier schon. Da kommt ein Gang für die Top Lane. Sehr schön. Ihr Braum, ich glaube, mein Braum hat noch nicht mal. Ach, jetzt! Oh! Nein, ich komm nicht ran! Ich komm nicht ran, wir machen zu wenig Schaden. Oh oh, das war gut. Der Heal war gut von ihm. Achso, der hat Heal? Braum hat Heal? Ach, wir haben Double Heal! Auch nicht schlecht. Mein Positioning war da gerade richtig grütze, da habe ich irgendwie gerade zu viel nachgedacht. Ach ja, und das ist das erste Spiel des Tages. Das heißt. Genau, stimmt sogar. Deswegen spielen wir so Grütze. Also, wir haben zumindest eine Ausrede, wenn wir Grütze spielen. Genau. Na, kriegen wir ihn jetzt! Jetzt kriegen wir ihn, oder? 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 Oh, yeah. Flash Q trifft, sitzt, passt. Sehr schön, aber das war nicht fast Blatt. Wer ist denn als erstes gestorben? Irgendwer von uns. Ich glaube, Lee Sin wurde im Jungle gedingst von Lee Sin. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann war das so. Komm, komm, komm. Und back. Lee Sin ist Mitte. Fehlt gerade Vega, doch nicht in den Po. Ach! This is Lion spielt Vega. Sehr schön. Da hat sich der Braum gerade entschuldigt. Ich weiß gar nicht für was. Ich bin einfach mit meinen Mechanics, deutschen Mechanics, nicht klargekommen. Hat da nichts mit zu tun. Hat alles gut was gemacht. Mir gerade auffällt, man sieht ja bei Vega gar nicht die Aufladung für den Q. Bei Nasus werden die abgebildet und bei Vega nicht. So ist das. So, ich warte jetzt natürlich noch meine 1550, bis ich mein BF-Schwert kaufen kann. So heißt das hier, genau. Mein BF-Schwert. BF-Sword. Weißt du, wofür BF-Sword steht? Steht? Big Friend oder irgendwie sowas? Was hast du? BF-Sword steht für Big Fat Sword. Big Friend. Aber Best Friend ist auch nicht schlecht. Also Best Friend kann man durchgehen lassen. Barmerino! Würde gerne wissen, wie viel Farben Elmer Damm hat. Elmer Damm Jinx hat 40. Dann habe ich mehr! Läuft. Oh, da schon wieder. Lee Sin ist auf der Botlane. Okay, gut zu wissen. Ist mir eigentlich vollkommen Latte, aber okay. Oh, ich könnte jetzt zurück. Ich habe jetzt meine 1550. Aber ich warte noch! Ich warte noch, ich habe ja meinen Heal noch. Da ist der Rengar, dieser neue Rengar-Skin finde ich auch richtig geil, muss ich sagen. Worauf ich eigentlich nicht klarkomme, ist, dass zum Beispiel einer meiner anderen Top-Lieblings-Chars, nämlich der liebe Volibear, nur zwei Skins hat und die beide mies scheiße aussehen. Statt Riot. Einfach weil den so gut wie niemand spielt. Gibt ja keine Skins. Armadeko. Ja. Oh, ich fahre mir gerade wieder die Hagrid. Oh oh, Orianna, da müssen wir Late Game nicht aufpassen. Ja, die scheint das zu rulen gerade. Aber der Nasus über Tanky. Ich mach das schon. So, wir fahren jetzt chillig weiter, alles easy. Ich habe meine Ulti jetzt auch zum Snipen wollen. Nein, ich krieg beide Kills nicht, what the heck? So ein Nasus Early ist eigentlich ziemlich langweilig. Hört man gerade auf, weil man eigentlich wirklich nur Q fahren muss. Ja, nur, ne? Die Gegner können einen auch nur selten irgendwie davon abhalten, dass man Q farmt. Ich habe nichts zu verlieren. Da hat sie mich erwischt, oder wie? Das kann doch nicht wahr sein. Deswegen gibt's halt top wenig Action. Ich will zurückgehen, ich hab 1950. Es gibt keine Erlösung. Na, ich würde sagen, mit 110 Aufladungen bei noch nicht ganz Mittel 10 steht es gar nicht schlecht. Ruhe. Dein mickriger Schaden. Jetzt machen wir es. Jetzt drehen wir es um. Haben wir.
Sehr geil! Schön gemacht! Er hat sein Ulti noch! Da macht er einfach Schaden. Bamster, sehr geil gemacht, ey! Und ich habe fast 3k. Well played! Oh, das Lifesteal! Ja, es war ein bisschen Action, aber das war. Eigentlich war es schon ziemlich gefährlich. Ich fand es zwar auf den ersten Blick nicht ganz so gefährlich, aber als der Ignite noch kam, hätte es auch böse werden können, aber ich habe ja gut überlebt. Hier also, ist der Lee Sin, der knapp. Tänzelt hier rum. Gut, das, wenn er nicht top ist, dann kann ich hier ein bisschen farmen. Ich dachte gerade schon, ich muss weggehen jetzt. So! Aber er ist nicht da! Zack, zack, zack! 68 Farm, wie viel hat Jinx? 52! Da trennt sich wieder die Spreu vom Weizen! Oh, ich würde ja gerne. Ich glaube aber, jetzt kommt der Lee Sin zu mir. Oh ja, du bist ja so. Aber ich will den Q hier noch haben. Oh, ich habe so einen Hunger! Kennt ihr das, wenn der Magen so doll grummelt, dass man echt so kraftlos ist? So fühle ich mich gerade. Aber Lee Sin ist jetzt Level 5. Was meinte Mike, wenn man so krass behind ist, dann soll man aufhören zu ganken und nur noch Jungle machen? Nur noch Jungle, genau. Keine Bots. Es gibt keine Erlösung. Schön der Teleport. Oh oh. Wo ist er denn? Macht er hier die unsere Golems oder? Meine Bestimmung ist klar. Hat er schon gemacht? Hat er schon gemacht? Der Counter gankt jetzt hier auch schon so krass. Mitte braucht unbedingt Hilfe, da das stimmt. Kannst du da mal teleportieren oder irgendwie? Ich habe gerade Teleport benutzt. So. Ach, und die Orianna pusht da richtig krass durch, sehe ich gerade. Eigentlich push mal die Lane hier durch und geht einfach mal Mitte ganken. Zu Fuß. Wir sind ja sportlich, ne? Na, so ist es schon. Hat sie weggeflasht? No Flash. Schön gemacht. Alter, wir müssen da echt mehr in der Mitte helfen. Ja, ja. Ich gehe push eben neben die Lane hier durch. Ein Kill will ich noch machen. Oh. Okay, haut nein! Die Orianna bleibt da. Oh oh. Wie geil! Das hat er richtig Orianna, geil gemacht! Orianna kommt Bot, Orianna kommt Bot. Aber jetzt abhauen, abhauen, abhauen. Ja. Orianna hat gemerkt, dass ich komme. Sehr geil gemacht, ey. Super. Richtig schön gemacht. Leider habe ich kein Auto-Attack mehr auf den Lee Sin bekommen. Weil er mich in dem Moment weggekickt hat. Und ich hab Hunger, Hunger, Hunger. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Hunger, 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 Hunger. Alter, der Schaden von dieser Orianna, ne? Ja, was hatten die? 2-0 erst? Was? Die hat doch noch gar nichts. Macht doch ganz gut Schaden bei mir. Ich hab gleich auch noch keine Magieresistenz. Zumindest nicht bedeutend. Keine Erlösung. So, 91 Farm. Papi Cholo! Papi, 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 Banger, Mi Banger! Ey, dieser Ohrwurm, ne? Zu krass. So, jetzt wird hier mal gepusht. Ach, da ist der Baum schon wieder. Ist hier Baum. Hey. Zack. Da ist der Ranger. Das Gute ist echt auch, dass deren Lee Sin mich noch gar nicht gegankt hat. Den habe ich ja gerade jeden Skill schon verkackt, den man mit Varus irgendwie verkacken kann. Lol. Ich habe jetzt bei Minute 15, 14 schon 200 Aufladungen. Ah, die passen echt auf, dass ich da nicht ganken komme. Jedes Mal, sobald ich mich Richtung Mitte bewege. Also, ich habe jetzt echt schon Angst.
Ja, da ist das ja schon. Nein! Nein! Oh, ich wollte gerade zurück, um da nur zu warden, ey. Damn it! Ich hab nämlich schon. Das ist der sogenannte Spider-Sense. Aber zwei Heals haben da auch nichts gebracht. Oh, 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 oh. Die Roam hier wie verrückt. Deko, bist du noch da? Hallo? Da ist der Deko weg! Da ist er weg! Na, das wird ja super. Deko Rage Quit. Okay, den Drake haben sie sicher. Schauen wir mal, was mit Deko ist. Ist auch Sky weg. Oh oh. Oh oh, da habe ich meine Ulti wieder verkackt. Weg, weg, weg. Zum Glück habe ich den ready bekommen. What? Da war ich kurzzeitig wieder auf dem Desktop. What the heck? Und hier nochmal kurz pushen. Ja, und der Deko ist weg. Keine Ahnung, wo der sich wieder rumtreibt. Einfach keine Lust mehr, der Typ. Blutvergießen hat seinen Preis. Damn it! Fast! Hab ich! Sehr geil! Sweet! Mein Blue Buff! Schöne Ulti! Also ich muss sagen, auf, hier auf Banzer, auf den kann ich mich verlassen. Hier, ein sehr geiler Supporter. Ja, bloß kacke, dass wir jetzt wirklich in der Unterzahl sind, obwohl es schon gar nicht so gut für uns aussieht. Ich schau mal kurz auf dem Handy, ich glaube, da hat der Deko mir geschrieben. Bluescreen! Bluescreen hat er! Oh oh! Das kann natürlich dauern. Schreibe ich mal eben. Bluescreen Deko kann dauern. Aber wir machen trotzdem weiter. Wir müssen jetzt wahrscheinlich turteln. Dieser Damage. Da ist er! Da habe ich ihn fast gewonshottet, den Baum. Ich kann ja hier ordentlich meine Fähigkeiten spammen, weil ich Blubberf habe. Ist dann gar kein Problem. Da wollte sie von der Seite hier gehen, nicht mit Papa! Nicht mit Papa! Achso, Deko, ich ruf ihn mal eben an. So. Nur Feiglinge entfliehen ihrem Schicksal. Da ist er ja wieder! Bluescreen, oh, ping! Dieser Bluescreen, aber habe ich euch gerettet trotzdem? Nee, gerettet? Wieso gerettet? Weil ich jetzt zu euch teleportiert bin, als sie da euch gefickt haben. Nee, ich war tot. Na, schade. Okay, den Tower krieg. Wow, den Tower kriegen sie da leider. Die machen gerade richtig Druck. So ausgenutzt, dass ich da war. Das Ding ist, ich bin noch nicht tanky genug, um hier jetzt irgendwie groß krass was durchzuziehen. Um mich da reinzustürzen, auf alles zu scheißen. Oh oh. Hier kommen die von der Seite. Ich komme. Der will nur sein Dings treffen. Oh oh, wir brauchen hier echt Hilfe. Ja, bin schon da. Ja. Sehr geil. So muss das. Zur rechten Zeit
Komm, ich will mal los! Nein! Ich will doch meine Ulti spammen! Komm von hier. Oh, kannst du sie verlangsamen? Das wäre natürlich sexy gewesen. Oh! Oh! Nein! Oh! Haben wir! Die kriege ich nicht mehr. Der Braum stirbt. Einer! Braum stirbt nicht! Der dicke Eier! Der blutige Eier! Ich meine, unserem Braum. Jetzt habe ich noch immerhin noch die Ulti von Jinx abgefangen, zufällig, die auf euch gehen sollte. Oh! Close! Zufälligerweise reingerannt. Blutvergießen hat seinen Preis. Ich habe schon wieder 2600. Papa kann sowas von einkaufen. Mir ist gerade leider die Orianna da abgehauen. Ja, das hätte einiges besser laufen können. Meine Ulti hat natürlich getroffen. Orianna, das war perfekt. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Das. Ich glaube, das sind so die Core-Items von Varus. Nicht erledigt. Core-Items von Varus ist Damage. Schild so. Infinity Edge, letzter Atemzug und dann noch ein bisschen Angriffsspeed. Und King vielleicht. So, 146 Farm. Orianna hat 165. Das ist natürlich. Guck mal, was ich für einen Schaden mit meinem Kuh mache. Wir müssen auf jeden Fall mehr Wards kaufen. Wir haben hier keinen einzigen Ward. Und Drake ist wieder da. Den werde ich sofort abwarden. Oh oh. Wollen wir den machen? Schnell? Ich überlege, oder soll ich meinen Tower deffen? Ja, deffe lieber den Tower. Schnell! Achso, ja, Orianna ist auch hier, ne? Ich sehe keine Orianna. Oh oh, die pushen da richtig fast durch. Sehr schön. Hier Jinx. Jinx und Bro. Ey, ich muss. Okay. Top. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ich habe nichts zu verlieren. Oh oh, bin ich da? Sind die... Nein! Was, ich habe eine Ulti daneben gehauen! Wie hab ich das denn geschafft? Da muss ich ja schon. Das Marvin, ne? Er ist zu OP. What the heck? Da habe ich ja gerade meine Skills Klo runtergespült. Und der Vega Positioning OP, er läuft nochmal genau in den Rengar rein. Nein, ist weg. Ulti da gegen kommt Orianna. Wer weiß, dann also, ist der Rest noch nicht. Machen. Ich komm zu euch. Einen haben wir gerade getötet. Und der Lee Sin ist von uns abgehauen. Also dürfte zumindest noch nicht bei euch sein. Das war knapp. Oh oh. Oh oh, sehr schönes Schutzschild. Den kann ich nicht verlassen hier auf den Braumissimo. Ich komme. Oh! Lol! Oh oh, oh oh. Ja, sehr schön. Red Buff würde ich gerne haben wollen. Kann mir da jemand sobald der Papa da ist, läuft das doch wieder. Kannst du in den Busch gehen? Der hätte der Dingston sein können. Ah ne, da ist er ja. So, weiter geht's hier! Oh oh, der Lee Sin. Ja, Lee Sin. Oh oh, oh oh. Kann er auf den. Oh! Nix! Ah! Nix, Level! Was? Nee. Lol, kein Ripper war nicht da. Nee, ist tot. Ja, oh, auf! Meiner! Da hat er wohl gar nicht aufgepasst. Gut. Ich will zurückgehen, ich habe 1,6, das heißt, eigentlich dürfte ich das jetzt sicher haben hier, mein Item. Ja, 1,3 brauche ich. Oh! Du kommst. Sieht so aus. So, beide nochmal schön angehittet.
Ich geh nochmal wieder Bot, da muss ich ein bisschen Magieresistenz kaufen. Nein, die Minions! Ich hoffe, die treffen mich nicht. Oh weh. Nee, alles easy. Oh, ich hab mir meinen Hintern hier schon zu Brei gesessen wegen dem ganzen Zocker heute schon. Oh, ich hätte eigentlich Wards kaufen sollen, das war jetzt kein guter Einkauf. 7, 2, 3 war aus 163 Farmen. Zweitmeister Farm in-game, Orianna ist noch eindeutig besser. Wie schaut sonst aus? 1, 3 Braum, 2, 3, 0 Nasus. Okay. Also ich muss echt sagen... 300 Aufladungen, leider hat mich die paar Minuten, die ich da auf K war, zurückgeworfen. Vor allem, weil wir jetzt teamfighten die ganze Zeit. Ich hab schon wieder nichts getroffen! Sehr schön, sehr schön. Kannst du gerade? Sehr schön. Was ist denn mit der Ulti? Die kann ich nicht richtig einschätzen, merke ich. Merke ich gar nicht, was du nicht kannst. Ja. Warte, lass doch mir den Großen. Der ja, gibt gleich, der gibt gleich, ich glaube, 7 Aufladung. Oh. Oh. Oh, der Slow muss drauf. Oh, damit. Schade, jetzt ist der Slow drauf und zu sick. Muss ich hochheilen? Kannst du. Hast du kein W für sie? Hör, aber bringt doch nichts, weil ich will. Hab nicht vor, Braum unterm Tower zu fallen. Jetzt hier mal zurückziehen. Renga könnte hier irgendwo gleich rumjumpen. Ich hau nochmal eben einen Ward auf den Nasho. Ich hab noch einen Heal im Notfall, falls Renga anjumpt, direkt hier. Und schau Rissi an. Schau Rissi an. Aber kann ich hier von hinten kommen? Ja, das ist natürlich Zucker. Oh ja, und der kommt von hinten, Alter. Oh, dammit! Boom! Explode! Weiter geht's! Wo ist denn der... Fuck, also mein Heal habe ich jetzt benutzt. Wenn der Dings gleich angesprungen kommt, der Renka, dann bin ich sowas von... Knackechino tot. Ich glaube, der holt sich zuerst den Vega. Oh, da ist er! Da unten ist er schon. Jetzt würde ich sagen, weg. Da ist er schon, ja. Er ist unten nicht. Schon. Ich dachte, er wäre unsichtbar. Diese Panics. Don't panic! Ich gehe kurz zurück, ich brauch... El Levissimo! Böses Deko! Hier, der... Lee Sin bei uns hier, der hat wieder richtig blutige Eier. Deswegen! Bloody Balls! Hat er jetzt wirklich? Der will es einfach nicht wissen. Oder will aber nicht hören. Naja, okay, das Zurückziehen kam jetzt vielleicht etwas zu spät, um noch irgendwie rauszukommen. Aber er hätte gar nicht erst reingehen sollen. Deswegen ja. Das stimmt wohl. Aber 505 Deko, der Carrier. Wir sind hier die Carries. Endlich mal Carry. Und nicht immer nur Mike's Ballast. Ich glaube, die machen den Blue. Aber da können wir nicht den machen. Nee, vor allem mich auch nicht. Ne, Braun kommt runter. Die kommen runter, 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 runter. Also, Joriana an mir rechnen oder was? Aber Braun ist alleine? Ja, los, kommt drauf. Also, ich bin jetzt. Ne, Jinx ist noch hier. Ja, und? Oh, oh. Also die Jinx habe ich auch nicht zerfickt. Orion hat die Ulti! Ulti gemischt. Wow, fuck. Die sind von der Seite. Ich komme nicht an die scheiß Olle ran hier. Woo! Noch sehr schön. Dürfen. Der Flash. Ich komme nicht mehr ran, in Ordnung, aber. Doch, hier. Die sind noch hier im Tower. Wir lassen sie nicht. Ja, mehr. Aber ich will nicht in den Tower fallen. Oh! Ich hol lieber die Minions hier schön zum Pushen. Das ist auch eine gute Idee. Kommt ja auch von mir. Oh! Leider die Ulti verkackt. Schade, schade. Oh, das war auch der erste. Das war auch der erste Fehler, den ich hier gesehen habe von ihm.
Ah, die Orianna ist ja auch halb down. Tanky den Tower! Ich geh auf Benster die macht aber echt einen guten Job, muss man sagen. Der wer? Benster. Ja. Auch auf der Unser lieber Braum, der reagiert schnell. Muss man sagen. Ja, egal, lass ich Vega mal den farmen, der ist ziemlich behind, glaube ich. Was hatten wir? 115 Farm, so, das geht noch. Mach ich ein bisschen hier den Jungle. Blue Buff, ist der Blue Buff echt noch da? Das glaube ich ja gar nicht. Oh, oh, oh. Oh yeah. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt noch weiter pushen kann. Ah, die machen Drake. Ja, können wir nichts machen. Los weg. Ich könnte aber weiter. Oh, schade. Nochmal ein Turret. Oh, oh. Ja. Oh, schade. Ich kann von oben kommen. Ich komm von oben. Ich habe keinen Mana, deswegen ich kann nicht wirklich jetzt machen. Aber nee, Orianna kommt auch noch, Lee Sin, die sind alle da. Ich will zurück, ich will einfach nur zurück, nochmal einkaufen schnell. Das war knapp. Ich komme auf jeden Fall mit Homeguard angerannt. Oh, und die Orianna braucht nur noch einen Hit für Braums Pässe. Naja, jetzt sind natürlich alle von meinen Leuten weg. Nein! Das Shutdown! Weil alle weg waren. Ich dachte irgendwie, ich bin nicht alleine hier, aber. Ich war im Stich gelassen. Ui! Dem Feuer übergeben. Nein, da wollte ich noch ein bisschen Damage machen. Ich hoffe, der kommt nicht mehr weg. Nein! Doch, der kommt. LOL! Da hat den rausgekickt! Aber zum Glück hat er ihn. Da stand der noch. Ich hab nur diesen Wort hier gesehen und nicht den. Ah, ich dachte, da sieht man den Lee Sin, aber habe ich wohl falsch gedacht. Was wollte ich denn kaufen? Ich habe erstmal 3 Wards gekauft. Ich kaufe mir erst. Aber ich bin der Einzige, der Wards kauft. Ich hatte vorher auch Wards. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Attack-Speed. Ich habe viel zu wenig Attack-Speed. Ich habe jetzt gleich 2 Items fertig gebaut. Einmal Spirit Visage und einmal Sunfire. Ja. Sehr gute Idee. Nochmal ein gutes Stückchen Tankiness. Jetzt mache ich nochmal Randiums oben als nächstes. Das ist richtig wichtig. Und dann bin ich ja schon fast full. Also Randiums oben allein gegen die Sim schon und gegen Rengar ist das echt schon super. Ja, ist schwierig. Das ist ein sehr ausgeglichenes Matchup, wie ich finde. Boah, dieser Braum, ne, der Blue und Red Buff, den will ich eigentlich zu gern haben. Dann ist vor allem ganz schön tanky. Aber. Oh, kommt da kommt Braum von hinten. Jetzt nicht mehr. Können wir unbedingt fighten? Ich weiß ja nicht. 400 Aufladungen habe ich für mein Crew. Das ist hier ein Skillshot-Duell. Ich will hier nicht fighten, lieber ein bisschen weiter hinten, wenn es geht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Lee Sin. Komm her! Lee Sin! Ich kann wieder von hinten reingehen. Ich bin von hinten drin. Okay. Wow, fuck! Oh oh! Ja, das wird was! Oh! Was? Hier noch Hilfe? Nein! Ja, den kriegst du. Der Rengar ist irgendwie AFK. Ja, den bringen wir um! Obwohl, nein, lass ihn. Das ist wahrscheinlich. Hä? Weil, nee, der ist wieder da. Na, ist egal. Nix da! Ich wollte ihn in Ruhe lassen, aber dann ist er zur Seite weggelaufen. Das gibt's hier bei Papa nicht. Und du kriegst den Dick nicht. Dieser Deny, einfach so. Ohne Grund.
Der Damage auf den Tower. Chuck Pam. Booyah! Okay, ist natürlich kacke, weil Rengar DC hatte für kurze Zeit. Aber ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Oh. Den will ich noch haben, danach weg. Ich glaube trotzdem, dass sie gewonnen hätten. Oh. Was? Hat gereicht, dein Ernst? Oh, sehr geil. Hat er geflasht oder irgendwas? Nee, ne? Was? Er soll auf mich springen, wieso springt er darüber? Aber er hat Orianas Ulti gedodged. Das war schon mal gut. Ja, trotzdem hätte er auch, wenn er auf mich gesprungen wäre. Wäre aber jetzt aber sicher. Man müsste nicht nur gucken, dass er da irgendwie rauskommt. Aber er ist safe. Ich hole mir meinen Red Buff und gehe dann nochmal einkaufen. 3K! 10, 3, 10! Was? Was macht ihr denn da? Ihr kämpft da Solo-Style und ihr gewinnt? Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Das muss ich mir genauer anschauen. Naja, die sind alle weg. Wir können jetzt top pushen eigentlich. Oh, Jinx war da? Lol. Wo war Jinx? Bei uns im Jungle, bei dem Red Buff. Das heißt, die dürfte nicht bei euch sein. Die mache ich auch im 1 gegen 1 jetzt richtig fertig. Da läuft sie schon. Aufpassen, die kommt jetzt von hinten. Hier, pass auf den, die sind auf. Ich komme, ich beeil mich. Ich beeil mich zu kommen. Oh ja, die Jinx ist auch. Ist down, ja. Oh! Die können wir unterm Tower finden. Hier, Orianna unterm Tower. Wenn ich nur nicht so geslowt wäre. Ich habe überhaupt keinen Mana mehr. Ich tank das aber noch. Hui! Achso, ich dachte, ich tanke. Hui! Oh, noch dir schnell den Heal gegeben. Ah ne, es war Braum. Es war Braum, ja. Ich war schon außerhalb der Gefahrenzone. Next, what's next, what next? Ach, ich wollte mir Randuins kaufen. Sehr schön. Kann ich mir ganz knapp nicht kaufen. Ah, wobei. Noch 60 Gold. Oh, dieser Damage! Ah, da war auch die Braum Passive drauf. Der Dodge! Ja, die Kugel Dodge sehr schnell, aber jetzt ist die Passive auch trotzdem drauf. Aber der Lee Sin kommt von hinten. Sehr schön. Ich hab Aussehen, Bizeps von Braum. So. Oh fucking yeah. So, wenn die da euch top deffen, ich geh eben Bot pushen. Oh, da kommt der Rengar angezogen. Oh, der kommt sogar im Solo-Style, der will mich haben. Der will mich haben. Hä? Lol, der ist zurückgegangen? Läuft bei dir, läuft! Ja, Nasus, too tanky, Alter. Einfach mal Jinx unterm Tower weggefrühstückt. 2700, ich kann schon wieder shoppen gehen. Oh! Oh oh! Mechanics! Oh! Wow! Overkill! Kill! Ich muss sagen, der Lee Sin, der hat auch echt einen guten Job gemacht hier im gegnerischen Team. Ich glaube, Orianna und Rengar kommen jetzt zu euch. Können sie ruhig. Ah, da sind sie auch schon. Dann könnte ich hier auch mal weiter pushen wieder. Damn Dodges! Oh, schade, dass Vega noch nicht so einen extremen Damage macht. Oh, ah. LOL! Ich hab auch so sehr cool losgelassen. Oh, piep! So, ich fahre mir hier erstmal einen Wolf. Meins!
Und Deko pusht da auf der Botlane. Sehr Deko geil. Macht einfach, er ignoriert einfach alles und pusht. Er denkt einfach auf. Oh. Objectives und so. Also Orianna hat kein Stundenglas mehr, du schon mal. Zuckerino! Du pusht da mal schön weiter. Ja, Inhib ist down hier. Ah, oh, Nasus, too strong, Alter. Nasus, too strong. Will ich den zweiten Inhib machen? Nein, ich will mir eigentlich jetzt hier die beiden. Lebst du noch? Nein. Orianna noch mitgenommen! YOLO! Oh, der Lee Sin, der will euch da rausbeben. Nix. Oh, 4000! 4000! Na, der gute alte doppelte Phantom Dancer. Soll ich den mal wieder bringen? Aber Sigi doch! Oh oh. Wo ist denn der Nasus? Was ist denn mit dem Carsten los? Von Carsten. Doppelter Phantom Dancer. Oh, pick! Oh, piepelt. Ja, mal schauen. Ich hab. Ey, das ist doch, glaube ich. Ist das Season 2? Ich glaube, das war Season 2 oder so. Na, gute alte Doppelte. Vielleicht mache ich sogar noch den dritten Phantom Dancer, wenn es noch klappen sollte. Natürlich baut man jetzt eigentlich Schutzengel oder keine Ahnung was. Aber YOLO sieht so gut für uns aus. Wir haben den gefeedeten Nasus, wir haben den gefeedeten Marbossa. Und langsam wird auch. Vega gefeedet. Jetzt habe ich 257 Farben. Orianna macht ihn. Oh, achso, das ist der gegnerische Lee Sin. Da habe ich gar nicht hingeguckt. Ich dachte, das wäre. Unser. So, jetzt gehe ich eben einkaufen mit 3000 Gold. Oh yeah. Ich weiß gar nicht wirklich, was ich mir holen soll. Ich glaube, ich hole mir Atmas Fehler. Sieht man so gut wie nie, aber mit 3000. Über 3500. Leben. Kann man sich den mal kaufen. Weiter geht's hier! Double Kill! Ich sag euch, Double da Phantom Dancer geht ab wie Schmitz Katze! Oh yeah! Warte, was hat. Oh! Was hat. Gibt's hier irgendwo Action zu machen? Ja, hol ich mir! Leider habe ich erst mein Teleport wieder eine Minute. Nein! Oh. Alter, die one-shottet mich! Da hätte ich echt nicht dran gedacht! Den Anus aufgerissen. Ey, die hat mir nicht nur den Anus auf. LOL! Oh! Alter, dass was? Du den Hitter überlebt, das war krass. Ja, das hat mich auch gewundert. Aber jetzt soll ich noch ein Item verkaufen, um mir ein soll ich die Schuhe verkaufen, um mir noch ein Triple Phantom Dancer zu holen? Das wäre, glaube ich, zu krass. Aber nice move, Ori. Also ich wusste, dass sie da was vorhat, aber nicht, dass sie mich one-shotte. Ich wollte sie einfach nur mit dem Red Buff ein bisschen slowen. Das hat die dann eiskalt umgedreht. So, jetzt kann ich mir noch ein paar Getränke holen hier. Ich habe mal eben Orianna und Jinx weggefrühstückt. Unsere Minions haben den Tower down gerissen. Ja, sehr schön. Hier, Pina Colada hole ich mir jetzt noch mal top. Und Sex on the Beach. Den roten und den blauen Trank. Oder Cocktail. 43 Minuten. Am Anfang war es echt. Da dachte ich, okay, GG ist 20 Surrender. Aber wir haben einfach den Late Game. Der und das umgedreht. Late Game Nasissimo. Und wir könnten ja eigentlich mal Baron machen. Was hältst du denn davon? Einfach mal YOLO Baron? Machen wir. YOLO Baron? Nasus, also, du dürftest ihn ja gut tanken. Und die Damage Healer bei denen sind draußen. Also, YOLO. Ah, ich habe 500 Aufladungen. 520 Aufladungen für mein Q. So, die sollen pushen. Wir machen Baron. Damit die. Ihr könnt nicht Verdacht schöpfen. Guckt euch den Damage an! Säbelst du den Baron weg oder was? What the heck? Wenn wir es hinkriegen, lass mich mal den Baron mit dem coolen Astip. Ja. Oh, jetzt? Ja. Nein, mein! Oh, ich dachte schon Sunfire Cave macht den. Oh, der Steal war gar nicht schlecht. Nein, es hat nicht gereicht. What the heck? Was? Der lebt noch? Bam, bam! Ich liebe Champs mit richtig krasser Angriffsgeschwindigkeit. Ich glaube, ich hätte, sollte dieses. Oh.
Ja, einfach zu tanken. Keiner kann irgendwie mich aufhalten. Was? Meiner! Komm her! Achso, lol, alle Inhibs da. Komm ran hier, Lenker! Dat Rito! Dat Rito! Ran. Komm hier ran! Komm hier ran! Lululululu. Oh oh! Machen wir da noch was? GG! Macht ihr nicht, weil der tanzende Nasus. Ja, das haben wir noch schön gedreht, würde ich sagen. Es war auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Danke, Muchachos, an die, die natürlich dabei waren. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. See ya! Reingehauen!